Seite. Ich freue mich, dass ich hier heute zu einem spannenden Thema vortragen kann. Wir haben jetzt sehr viel über Software schon gehört, über Anwendungsmöglichkeiten von HPC-Systemen. Ich werde jetzt heute ein bisschen mehr von der Rechnerarchitektur her argumentieren und ein Thema aufgreifen, das wir heute in verschiedenen Vorträgen schon gehört haben, nämlich das Thema Green Computing und Energieeffizienz. Das Thema Green Computing ist ein Thema, das uns nicht nur im Hochleistungsrechnen betrifft, sondern es ist auch in der öffentlichen Diskussion, auch aus gutem Grund, im Bereich der kommerziellen General-Purpose-Cloud-Rechenzentren. Und hier sehen wir jetzt ein Beispiel, das die Firma Ritter mal produziert hat, über den Stromverbrauch der Rechenzentren in Frankfurt. Das sind Daten aus dem Jahr 2016. Und hier sehen wir, dass in 2016 haben die Rechenzentren in Frankfurt das erste Mal so viel Strom verbraucht wie der Flughafen in Frankfurt. Also knapp 20% des Stromverbrauchs von Frankfurt und das natürlich schon immens, wenn man sich vergegenwärtigt, was der Flughafen in Frankfurt für eine Operation ist. Das sind 60 Millionen Passagiere pro Tag oder 80.000 Menschen, die am Flughafen arbeiten. Also das ist im Prinzip eine größere Stadt. Und dieser Stromverbrauch hat natürlich exorbitante Kosten, nicht nur finanzielle, auch die Umweltkosten, der CO2-Fußabdruck und so weiter steht immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Und wir sehen auch in diesem Trend hier unten links angedeutet, dass sich eben das auch nicht ändern wird, sondern die Prädiktionen zeigen, dass der Energiebedarf der Rechenzentren linear anwachsen wird. Und das zeigen auch die Erfahrungen. Jetzt, wo geht diese Energie hin? Gehen wir später noch in mehr Detail ein. Aber einerseits sind es natürlich Server und Speicher und die Kühlsysteme. Ich glaube, bei den Kühlsystemen sind wir im HPC-Bereich Vorreiter aus verschiedenen Gründen, insbesondere weil wir die hohe Integrationsdichte möchten, sodass wir da in den letzten Jahren sehr viele Investitionen gesehen haben mit Warmwasserkühlen, sodass wir da sehr gute Power-Effizienzwerte kriegen. Bei den Server- und Speichersystemen ist natürlich auch noch Luft nach oben. Betrachten wir das Ganze jetzt mal nicht für General Purpose, sondern für die HPC-Systeme. Und hier sehen wir im Prinzip den gleichen Trend. Hier ist mal aufgetragen die Entwicklung des durchschnittlichen Leistungsbedarfs eines Systems in der Top 500 Liste. Die grüne Linie hier unten hier ist der Durchschnitt über alle Top 500 Systeme, dann über die Top 50 Systeme und die Top 10. Was wir sehen hier ist eben auch über die letzten zwei Dekaden einen linearen Anstieg. Bei den Top-Systemen haben wir ungefähr einen Faktor von 8 Zuwachs in 10 Jahren, Top 50 von 4 Zuwachs und zweifachen Zuwachs in 10 Jahren bei dem durchschnittlichen System. Wir sehen also, der Leistungs- oder Energieverbrauch der Rechnersysteme spielt auch eine sehr wichtige Rolle, weil mit all diesem Wachstum stehen natürlich auch die entsprechenden finanziellen und Umweltkosten dahinter. Was ich jetzt hier nicht zeige, ist natürlich das, was wir alle auch wissen, dass wir einen exponentiellen Zuwachs an Rechenleistungen haben. Das heißt, zum Glück steigt der Stromverbrauch jetzt nicht auch exponentiell an, aber immerhin noch linear. Das heißt, wir müssen etwas tun. Betrachten wir mal kurz, was ist jetzt eigentlich der Grund, die technologischen Entwicklungen, die hinter diesem dem Anstieg der Verlustleistung stehen. Lange über Dekaden hat das Dreamteam der Halbleiterindustrie uns weitergetragen, wie wir alle wissen. Wir haben Moore's Law, das besagt, dass sich die Transistordichte bei minimalen Kosten alle 24 Monate verdoppelt. Das gibt uns mehr Transistoren, aber das heißt ja noch nicht, dass wir dadurch jetzt irgendetwas Sinnvolles machen können. Wir müssen dann entsprechende Parallelität haben oder eben Rechenoperationen, die diese zusätzlichen Transistoren auch in Nutzen für Anwendungen überführen können. Was aber spannend ist, ist die dazugehörige Denarskalierung. Die sagte, dass bei einer Verdopplung dieser Transistordichte die elektrische Verlustleistung konstant ist. Das heißt, dass wir eben nicht mehr Strom brauchen und die Transistoren tatsächlich effizienter werden. Und wir auch die Taktfrequenz hier in diesem einfachen Modell, das er postuliert hatte, um 40% erhöhen können. Und das war eben über viele Jahre dieser Zuwachs, den wir hatten, rein schon durch die Zuwachs der Taktfrequenz, ohne dass wir das in höherem Stromverbrauch zu bezahlen hatten. Wie wir inzwischen ja auch aus der Pandemie wissen, hat jedes exponentielle Wachstum ein Ende. Hier gibt es zwei Grenzen des Wachstums. Das eine sind technologische Grenzen. Die Lithografie kommt an ihre Grenzen, weil die Strukturgrößen so klein sind. Wir sind hier auf der atomaren Ebene, wo es nur noch wenige Atome sind, die in diesen Gates von den Transistoren und in den Isolationsschichten vorhanden sind. Wir kämpfen mit Leckströmen und die Leistungsdichte läuft uns aus dem Ruder, weil wir die Spannung nicht mehr weiter reduzieren können aufgrund der Schwellspannungen im Halbleiter. Aber auch ökonomisch gibt es Gründe, dass diese Entwicklung zu einem Ende kommen muss. Die Ausbeute der Halbleiterproduktion geht nach unten und die Kosten werden teurer.
Was wir auf der rechten Seite hier sehen, ist, dass dieses Ende von Moores Law schon häufig vorhergesagt wurde. Das ist ein beliebtes Spiel. Auch Gordon Moore hat damit gemacht, seit seiner initialen Aussage in 1965. 1995 hat er hier postuliert, dass das Gesetz jetzt hier noch 10 Jahre weiter in die Zukunft reichen wird. Und Sie sehen hier, dass unterschiedliche Wissenschaftler sich daran versucht haben, entweder aus ökonomischen oder technischen Gründen. Wir sehen, dass Moores Law immer noch nicht tot ist. Die Strukturgrößen werden weiter kleiner. Aber wir sehen schon, dass der Trend ist, dass sich die ganze Entwicklung deutlich abflacht. Was bedeutet das jetzt für uns? Also was es bedeutet, ist, dass die Zuwächse, die wir aus der Halbleitertechnologie bekommen, begrenzt sind. Das heißt, unsere Schaltungen werden weder deutlich kleiner noch deutlich effizienter. Das heißt, wir sind mehr oder weniger auf eben konstante Kosten von der Energie, die Rechnungen brauchen, und den entsprechenden Kosten in Halbleiterfläche angewiesen. Hier, das sind Zahlen von Mark Horowitz, wo man mal sieht, was kosten denn unterschiedliche Rechenoperationen. Was hier ganz spannend ist, eben hier sehen wir unterschiedliche Bitbreiten von 8 bis 32 Bit Addition, hier in logarithmischen Skala aufgetragen, die relativen Kosten. Da sehen wir hier zum Beispiel eine 8-Bit-Multiplikation ist ungefähr eine Größenordnung teurer wie eine 8-Bit-Addition. Entsprechend sehen wir hier auf der rechten Seite, dass insbesondere Multiplikatoren sehr teuer sind in den Hardware-Implementierungen. Ein paar interessante Fakten aus dieser Abbildung hier ist, dass wir sehen, dass eine Fließkomma-Operation in 32-Bit ungefähr 20-mal mehr Energie oder 27-mal mehr Fläche braucht wie eine Integer-Addition. Wir sehen auch, was extrem teuer ist, ist den Chip zu verlassen und externen Speicher zuzugreifen. Also ein 32-Bit DRAM-Read ist hier um viele Größenordnungen teurer als eine arithmetische Operation. Also wir sehen, das konventionelle Wissen, das wir so haben, dass wir versuchen, Operationen zu sparen, Rechenoperationen ist nicht unbedingt das Wichtigste, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir Datenbewegungen sparen können. Ich habe hier mal ein paar Konsequenzen aus dieser Entwicklung zusammengestellt. Also die erste Konsequenz ist, dass Präzision teuer ist. Wir haben gesehen, dass wir 2 Größenordnungen Unterschied an Energie und Fläche haben zwischen einer Floating-Point-Operation in 32-Bit und einer Integer-Operation. Das heißt, wenn wir hier ansetzen wollen, dann sollten wir versuchen, sämtliche Berechnungen in hoher Präzision zu vermeiden, insbesondere Floating-Point-Berechnungen. Weiter können wir natürlich Einsparungen erzielen, indem wir die Rechenoperation jetzt keine Standardrechenoperation nehmen, sondern sie anwendungsspezifisch spezialisieren. Dann kommen wir vielleicht sogar unter diese Kosten von der 8-Bit-Integer-Präzision. Wir sehen das im Machine Learning. Da gibt es Beschleuniger zum Beispiel auch mit FPGAs, die nur 1-Bit-Operationen nehmen, die dann extrem billig in Hardware umsetzbar sind. Die zweite Schlussfolgerung daraus ist, dass Berechnungen billig sind im Vergleich zur Speicherung und zum Datentransport. Das heißt, die Vermeidung von Kommunikation ist wesentlich wichtiger als die Reduktion der arithmetischen Operationen. Das ist in den Berechnungsmodellen, in denen die meisten Programmierer denken und die auch an den Hochschulen unterrichtet werden, ist dieses Thema überhaupt nicht aufgegriffen. Meistens denkt man nur an die Operationen, hat sehr einfache und völlig unrealistische Modelle über die Ausführungszeiten, die eben die Realitäten aktueller, moderner Rechenarchitekturen komplett ausblenden. Also das Verhalten von Caches, die Kosten von Kommunikation, Datenübertragung, Speicherung. Die letzte Konsequenz ist, dass der Transport teuer ist. Es gibt einen massiv distanzabhängigen Energieverbrauch der Kommunikation. Das bedeutet, wir müssen nicht nur die Berechnungen lokal halten, sondern auch alle Daten möglichst lokal halten. Und das bedeutet, dass wenn wir CPUs haben, die völlig agnostisch von der tatsächlich ausgeführten Anwendung versuchen, alle Daten schnell zugreifbar zu machen durch mehrstufige Speicherhierarchien und Caches, werden wir extrem hohe Overheads haben, was wir in heutigen Rechnerarchitekturen auch sehen. Lassen Sie uns mal auf den Computertechnologie-Stack jetzt blicken, von unten nach oben. Also wir denken ja gerne in Schichten, unten die Halbleitertechnologie. Jetzt wissen wir, hier wird nicht mehr so viel passieren. Darauf die Rechnerarchitektur, Software, Algorithmen bis hoch zur Anwendung. Und was ich beschrieben hatte, ist eben diese Innovation at the Bottom. Das war die historische Triebfeder für den Zuwachs in Rechenleistung und Effizienz. Der Vorteil war, das war im Wesentlichen Halbleitertechnologie. Das war alles über sehr lange Perioden vorhersehbar und planbar. Aber hier sehen wir eben jetzt klar technologische und ökonomische Grenzen und stagnierende Fortschritte. Was wir tun müssen, um voranzukommen, ist das von der ganz anderen Seite zu betrachten, nämlich von der at the top Innovation statt der at the bottom Innovation.
Hier hatten wir bisher den Schwerpunkt gesetzt im General Purpose Computing ganz klar, aber auch im HPC. Wir haben den Schwerpunkt auf Produktivität gesetzt. Wir haben Hochsprachen, Low-Level-Hochsprachen im Vergleich zum Business Computing, aber dennoch arbeiten wir in Hochsprachen, indem wir die Produktivität erhöhen. Und das Ziel ist, dass wir eben die Grenzen des Realisierbaren öffnen und dazu auch manchmal bereit sind, eben Kompromisse einzugehen, was Performance und Effizienz betrifft. Hier gibt es ein sehr hohes ungenutztes Potenzial, also angefangen von den Anwendungen, die man verbessern kann, über die Algorithmen bis hin zur Software, die dann auf die entsprechende Rechnerarchitektur abgestimmt wird. Und wir hatten das Wort Co-Design heute schon gehört. Das Co-Design bedeutet eben, dass man einen durchgehenden Entwurf hat von Anwendungen bis zur Rechnerarchitektur, sodass in allen Schichten, die wir beibehalten wollen, diese Eigenschaften der Schichten optimal ausgenutzt werden im Sinne der Optimierung der Leistung und der Effizienz der ganzen Berechnung. Was ich jetzt hier postuliere, ist, dass diese At-the-Top-Innovation ist bis zur Reife von Post-Silizium-Technologien, wird die den Hauptteil der Effizienzgewinne liefern müssen. Bei den Halbleitern ist das Thema mehr oder weniger gegessen. Da geht es noch ein bisschen voran, aber nicht mehr so stark. Aber wir müssen hier investieren. Und das ist sehr schwierig, denn wir brauchen ein schichtenübergreifendes Umdenken. Und diese Innovationen auf der algorithmischen Ebene sind viel weniger planbar als auf dieser Halbleitertechnologie-Ebene. Denn wir sind eben an die menschliche Genialität im Prinzip gekoppelt, dass jemand eine völlig neue Idee hat, wie man Probleme lösen kann, neue Algorithmen, die man nicht mit Kraft erzwingen kann, sondern wo man eben die richtige Inspiration benötigt und dieses schichtenübergreifende Denken sich aneignen muss. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, Innovation zu betreiben, wenn wir mal für den Moment annehmen, dass meine Hypothese korrekt ist, dass es bei der Halbleitertechnologie nicht so wahnsinnig weit vorangehen wird? Wir können natürlich auf der Anwendungsebene ansetzen und sagen, jede Anwendung hat gewisse Anforderungen an die Qualität des Resultates. Das heißt, ich muss nicht alles immer mit der maximal möglichen Präzision rechnen, sondern manchmal habe ich ja vielleicht viel weichere Anforderungen an die Qualität eines Resultates. Also so eine Wettervorhersage, ich brauche nicht auf ein Zehntel Grad genau wissen, wie das Wetter morgen ist, wenn es nur darum geht, irgendwie meinen Tag morgen zu planen. Wir können also, indem dass wir problemspezifische Qualitätseinbußen akzeptieren, die notwendigen Rechenkomplexität hier auf den niedrigen Schichten wesentlich reduzieren. Dann auf der algorithmischen Ebene haben wir sehr viele Möglichkeiten. Es ist ganz klar, dass die algorithmischen Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten trotz dem immensen Hardwarefortschritt, den wir vor Moore's Law hatten, wesentlich wichtiger waren für die Verbesserung der Effizienz wie die Hardware-Innovationen. Was wir auch brauchen hier bei den Algorithmen, sind besser an die Rechenarchitektur angepasste Modelle oder neue Paradigmen. Ich nenne hier nur Approximate Computing als ein Stichwort, wo man sagt, ja, man muss nicht immer eben, wie oben schon gesagt, maximal genau rechnen, sondern man kann das eben auch mit Näherungen tun und anwendungsspezifisch genähert. Es muss nicht nur die numerische Präzision sein, sondern es können auch sehr viele gröbere Näherungen von Berechnungen sein mit Tabellenlookups oder vereinfachten Funktionen. Bei der Software, da hat die HPC-Community schon viel erreicht. Das ganze Thema des Performance Engineering, was ja im Prinzip sagt, dass wir die Implementierung an die konkreten Eigenschaften der Rechnerarchitektur anpassen und sie dafür optimieren. Auch hier gibt es Möglichkeiten, weiterzumachen, insbesondere Software-Bloat zu reduzieren und Abstraktionen, dass man möglichst spezifische Programme ausführt, statt General-Purpose-Bibliotheken zu nutzen, die eben dann inhärent, weil sie für sehr viele Anwendungszwecke konstruiert sind, Ineffizienzen häufig drin haben. Und auf der Rechnerarchitekturebene können wir viel gewinnen, indem wir die Architektur wegbewegen von diesem General-Purpose-Bereich in spezifische Anwendungsdomänen. Das haben wir gesehen mit den GPUs, haben wir gerade vorhin gehört, dass das sehr extrem erfolgreich war. Was man im Prinzip bei den GPUs ja gemacht hat, ist, dass man weggeht, dass jeder Prozessor-Core eine komplette CPU ist mit eigenem Instruktionsspeicher und völlig unabhängig von allen anderen CPUs arbeiten kann, sondern dass wir eben auf dieses Single-Instruction-Multiple-Thread-Paradigmus, so SIMD-Vector-Instructions gehen. Dass wir sagen, wir nutzen die Datenparallelität aus und können uns dann die ganze Kontrolllogik auf den Prozessoren, also sehr viel Hardware und Komplexität, einsparen und diese Fläche für andere zusätzliche Recheneinheiten nutzen.
Und wir können noch sehr viel weitergehen, wie für eine Spezialisierung für eine konkrete Domäne. Wir können das auch für eine ganz konkrete Anwendung machen, bis runter zur instanzspezifischen Spezialisierung, die man mit ASICs umsetzen kann oder mit FPGAs. Heute möchte ich aber mal nicht über FPGAs reden, sondern zum Abschluss noch ein Beispiel aus einer aktuellen Arbeit geben, wo wir mit GPUs arbeiten. Und da geht es um das Thema Ab Initio Molekulardynamik mit NVIDIA Tensor Cores. Und hier haben wir versucht, zwei Trends zusammenzubringen und zu schauen, wie wir die beiden Trends mit einem Co-Design-Einsatz verbinden können, um insgesamt ein sehr interessantes, innovatives Resultat zu erzielen. Als Anwendung betrachten wir linear skalierende Ab Initio MD, CP2K-Codes. Das Relevante in dieser Anwendung für dieses Beispiel ist, dass die Datenhaltung sehr verteilt ist und verteilt berechnet werden muss auf sehr dünn besetzten, sehr großen Matrizen. Und dieses Problem ist darum schwer zu rechnen und zu skalieren, weil wir inhärent durch die Verwendung von dieser verteilten Datenhaltung und dünn besetzten Matrizen Speicher- und Kommunikationsbandbreiten limitiert sind. Andererseits ist genau diese Sparsheit der Matrizen, die es uns eben erlaubt, diese lineare Skalierung und die linear skalierende Sparse-Algebra zu nutzen. Auf der anderen Seite sehen wir die NVIDIA Tensor Cores, die für KI-Anwendungen optimiert wurden. Das heißt, statt Double Precision Floating Point haben wir hier Mixed Precision Floating Point in 1632 Bits. Und so können wir auf einer NVIDIA 100 GPU 213 Teraflops erzielen und mit den CUDA Cores, die eben nicht für diese Low Precision optimiert sind, nur 78 Teraflops. Allerdings sind diese Tensor Cores jetzt eben für dicht besetzte Matrizen optimiert. Wie bringen wir die beiden Sachen zusammen? Ich habe schon angedeutet, durch ein Co-Design von Simulationsmethode, ganz spezifisch für diese NVIDIA Tensor Cores und massiv parallele Systeme. Dazu haben wir eine neue Methode entwickelt, die Non-Orthogonalized Local Submatrix Method, NOLSM-Methode, die interessante Eigenschaften jetzt hat. Die erste Eigenschaft ist die, was wir ausnutzen, die Submatrix-Methode, die Michael Last letztes Jahr bei dieser Tagung präsentiert hatte. Die Idee der Submatrix-Methode ist, dass wir Matrix-Funktionen auf großen, dünn besetzten Matrizen in unabhängige Berechnungen auf kleinen, dichten Matrizen übersetzen können. Und weil die alle unabhängig voneinander sind, können wir jetzt massiv parallel berechnen. Wir haben keine Synchronisation. Wir nutzen Approximate Computing. Dazu haben wir ein Verfahren zur Kompensation von Ungenauigkeit von Half-Precision-Floating-Point-Arithmetik entwickelt. Das erlaubt es uns, mit reduzierter Präzisionsanforderungen zu rechnen und die entstehenden Fehler dennoch zu kompensieren, sodass wir, wenn wir es möchten, ganz genau rechnen können, trotz niedriger Präzision. Und drittens berechnen wir die Matrizenfunktionen hier, inverse Wurzeln oder Signumfunktionen, indem wir sie auf Matrizenmultiplikation zurückführen, auf dichten Matrizen, und das ist wieder optimal für Tensor Cores. Was wir jetzt hier sehen, ist, das ist eine Arbeit, die wir erst gerade vor zwei Wochen abgeschlossen haben. Das ist auch noch nicht erschienen, sondern bis jetzt nur als Prepend verfügbar, wo wir eine Ab Initio Molekulardynamik-Simulation gemacht haben mit 100 Millionen Atomen. Das sind also riesige Systeme. In diesem Fall ist ein HIV-1-Virus in Wasser gelöst und den auf dem Joules Booster in Jülich auf 1500 A100 GPUs berechnet haben. Was wir hier gezeigt haben, ist, dass diese NOLSM-Methode fantastisch skaliert. Hier bis 384 Knoten erzielen wir eine Performance von über 300 Petaflops. Das ist jetzt Mixed Precision 1632-Bit Petaflops bei einer Effizienz von 67%. Wenn wir das von der Energieeffizienzseite her betrachten, dann können wir so eben über 500 Gigaflops pro Watt erzielen, indem wir diese niedrige Präzision auf den FPGA, auf den GPUs ausnutzen. Wenn wir das Ganze auf CPUs rechnen würden, dann hätten wir ungefähr Größenordnung 13 Gigaflops pro Watt. Das ist ein Faktor von 40 an Effizienzgewinn. Damit komme ich zum Schluss meines Vortrags. Also ich wollte postulieren, dass wir diese From-the-Top-Innovation brauchen. Ich sehe das als einzig praktikablen Weg, wie wir die Effizienz und Rechenleistung substanziell steigern können, bis wir Post-Silizium-Technologie haben. Es gibt mehrere Größenordnungen an Potenzial, wenn wir dieses schichtübergreifende Denken und Design ausnutzen. Und ich denke, das hat eine hohe praktische Relevanz für die Nutzer, aber es gibt auch zahlreiche wissenschaftliche Fragestellungen, die wir untersuchen können. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.